Meine Fresse, ich will doch nur einen Fisch. Einen einzigen. Kann auch ein ganz kleiner sein, ist ja nur für die Katzen. Ja, ich glaube, das wird irgendwie heute nichts mehr hier mit Angeln. Nein. Da. Da habe ich da gerade Erfahrung für bekommen. Ich meine, das hat einmal so Pling gemacht. Ach ja, und wenn wir schon hier sind, können wir nochmal eben unseren Katzenfriedhof hier besuchen. Ja. Vicky und Muschi und Whiskers und Jacqueline. Wollen wir hoffen, dass ihr nicht so schnell Gesellschaft bekommt von den nächsten vier Kandidaten hier. So, guck mal hier. Du und du. Und dann kriegt ihr beide hier einen Fisch. Nein, komm her. So. Au. Und schon haben wir eine neue Katze. Habe ich dafür gerade schon wieder Erfahrung bekommen. So, setz dich hin. Setz dich hin. Kriegt man jetzt hier für jeden Scheiß schon Erfahrung? Gut, was wollte ich jetzt machen? Achso, eine Kuh. Was wollte ich denn jetzt machen? Wollte ich, glaube ich, hier mal in die Öfen gucken. Und dann neue Treppen machen. Ich würde sagen, die Treppen, die ich hier rauskriege, die verbaue ich noch. Und dann gucke ich mal, dass wir vielleicht irgendwas anderes machen. Zum Beispiel vielleicht beim Baumhaus weitermachen oder... Ich weiß nicht, ich brauche ja immer noch Hunde übrigens. Ich müsste eigentlich nochmal losgehen und Hunde suchen. Vielleicht mache ich das dann gleich mal. Hier bin ich schon mal falsch. Hier wollte ich eigentlich ran. Ich meine, irgendwann haben wir auch schon mal Hunde getroffen. Bei einer unserer Reisen. Allerdings hatte ich da praktischerweise natürlich keine Knochen mit. Weil ich ja immer so super vorbereitet bin. Von daher müssen wir nochmal los und ein paar Hunde suchen. So. Okay, mit den Treppen sollten wir nochmal wieder ein Stück weit kommen. Wie viel haben wir? 2 Stacks, 2,5. Und 3 bleiben wieder übrig. Plopp. So, achso, ich könnte das Lied eigentlich auch mal ein weitermachen. Keine Ahnung, was das ist. So, da ist Minecraft. Das heißt einfach nur Adventures. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. So, was macht eigentlich unsere... Oh, hier ist ein Loch im Boden. Wer macht denn sowas? Kann ich mir gar nicht erklären. Alter, da ist schon wieder eine Kuh auf unserem Feld. Das kann nicht wahr sein. Toll, jetzt hat sie es kaputt getrampelt. Oh. Ja, so viel zu, da ist jemand auf unserem Feld. Gut, dann muss ich die Kuh leider nochmal wieder entsorgen. Toll, jetzt hat sie ja noch was kaputt gemacht. Blöde Kuh. Nein. Glück gehabt. Ich würde sagen, ich hole jetzt als allererstes mal eben ein bisschen Glas und baue dieses Loch in der Decke mal zu. Es kann doch nicht sein, dass da dauernd Kühe reinfallen. Ist aber irgendwie auch wieder so typisch. Es ist ein kleines Loch in der Decke, aber da, genau da gehen immer die ganzen Tiere durch. Genauso mit den Kühen, die immer aufs Dach gehen, über diese eine kleine Treppe. Die Frage ist, habe ich denn noch Glas? 13 Stück, ja, sehr gut. Miau, und dann kommt hier die Wolle gleich mal rein. Miau, ja, ich weiß. So. Ja, ich bin auch so ach, das Glas habe ich ja ausgerüstet, okay. Dann die Steaks mal hier wieder hin. Schieben wir uns zwischendurch noch mal eben ein schönes Steak rein. Übrigens, das mit dem Herbst, das sieht zwar gar nicht schlecht aus, aber zu den Dschungelbäumen passt das eigentlich ja so gar nicht. Weil normalerweise im Dschungel gibt es ja keinen Herbst. Aber es sieht schon cool aus. So. Au. Mal gucken, wie habe ich das denn hier gemacht? Das Glas ist... Achso, okay. Dann mache ich das hier doch einfach genau... Achso, das war es auch schon, okay. Soll ich das Feld nochmal eben abernten? Nein, ich habe keinen Platz, okay. Weil ich müsste unsere Warzen da ja auch mal ernten, damit wir dann das komplette Feld mal bepflanzen können.
Und ich könnte übrigens auch schon mal hier zwei weitere Zellen anbauen für Karotten und Kartoffeln, auch wenn wir die noch nicht haben, aber ich kann es ja schon mal vorbereiten. Für den Tag, an dem wir hoffentlich irgendwann mal Kartoffeln finden. Auch wenn ich die Hoffnung schon fast aufgegeben habe. Aber irgendwann wird der Tag kommen, sicherlich. So, erstmal wieder rauf aufs Dach. Ist hier wieder eine Kuh? Nein, ist hier nicht. Na gut. Mir ist, oder ich habe mir auch gerade überlegt, eigentlich könnte ich es auch anders machen. Ich baue das, oder ich verbaue jetzt mal die Stufen, die wir hier haben. Und dann mache ich erstmal eine. Oh. Mache ich erstmal eine Aufnahmepause und dann gucke ich erstmal wegen Asynchronität und so. Weil je länger ich aufnehme, desto länger, oder desto größer ist auch die Asynchronität. Ich habe mir das mal in der Testaufnahme ausgerechnet. Das ist ungefähr pro. Also jetzt muss ich mir selber mal hier eine Treppe bauen. Pro Videominute ist die Kommentarspur um eine Hundertzwanzigstel Sekunde ungefähr asynchron. Und das hört sich zwar jetzt nicht so viel an, aber wenn ich jetzt eine Stunde lang aufnehme, dann ist es schon eine halbe Sekunde. Und das fällt dann doch schon extrem auf, wenn die Klickgeräusche nicht mit den Aktionen in-game übereinstimmen. Aber zumindest mir fällt es ziemlich stark auf. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht. Und ja, ich möchte ja möglichst beste Qualität hier abliefern, nach meinen Möglichkeiten. Von daher möchte ich diese Asynchronität gerne, oh, beseitigen. Und es wird auch schon wieder dunkel. Oh. Ich wollte sagen, was ist denn das für ein komischer Mond? Aber hier, das ist ja Nyan-Cat, die hier bei Honeyballs Texturenpack als Mond fungiert. Ich glaube, das ist aber nur Vollmond, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, eben in der Nacht hatten wir einen normalen Halbmond. Ups. Ja. Gut, dass wir so viele Stufen haben. Da kann ich auch ordentlich erstmal welche verbauen. Also nicht verbauen, sondern verdummen, sage ich jetzt mal. Die kann ich dann später wieder einsammeln. Ach ja. Gut. Und es wird dunkel. Und ich glaube, ich muss hier oben dann auch mal ein paar Fackeln anbringen, sonst haben wir hier das ganze Dach voller Monster. Oder ich könnte es auch so lassen. Dann haben wir hier oben ein schönes Gruselkabinett und sobald man die Treppe auf den Dachboden hochsteigt, wird man erstmal in die Luft gesprengt. Nur ja, ich glaube, dann müsste ich das Boden hier entweder Obsidian oder Bedrock verwenden, sonst haben wir direkt immer Löcher in der Decke. Und das wäre ein bisschen ungeil. So, wie viele Treppen habe ich noch? Okay, ein Stack habe ich schon wieder verbaut. Also, wir werden noch jede Menge Treppen hier brauchen, auf jeden Fall. Hatte ich mal erwähnt, dass ich Treppen als Dach verbauen hasse eigentlich. Ich hätte hier normale Halbst also abwechselnd Halbstein und Vollsteine nehmen sollen als Dach. Dann ist es zwar ein bisschen flacher, aber es geht wesentlich besser, als immer diese Treppen hier so, ja, seitlich anbauen zu müssen. So und so. Und dann muss ich mir hier mal wieder eine kleine Hilfe anbauen. So, plopp und plopp. Und plopp. Ach ja, übrigens, heute gab es keine Folge Minecraft, weil die sind mir nämlich wieder ausgegangen. Ich hatte gestern Abend überlegt, ob ich neue aufnehmen soll, damit ich wieder. Oh. Damit ich für heute welche habe, aber dann habe ich mir gedacht, ach scheiß drauf, ich spiele lieber ein bisschen Black Ops 2 und ja. Daher hattet ihr jetzt heute am Sonntag leider kein Minecraft. So, zack und zack und zack. Und das ist auch schon wieder unser letzter Stack-Treppen jetzt. Ja, klasse. Meine Fresse. Ich mochte die Treppen lieber als sie noch nicht über Kopf und ich weiß nicht, was kann man jetzt noch damit machen? Man kann die auch in die Ecke bauen, dann passt sich das, glaube ich, automatisch so an. Habe ich irgendwie gelesen. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Könnte man vielleicht auch mal machen.
Aber ich hatte mir auch überlegt, eine Kakaofarm brauchen wir auch noch. Ich glaube, das wollte ich auch schon länger mal machen und da sind die Treppen auch schon wieder alle. Oh, ein fetter Wackelpudding. Ach komm, den hole ich mir noch mal eben. Sind hier jetzt, sind hier überhaupt keine anderen im Sumpf oder sind die einfach so weit weg, dass die noch nicht mit hier aufgetaucht sind? Keine Ahnung. Den da hole ich mir jetzt noch mal eben und dann gehen wir noch mal eben kurz in den Sumpf und gucken mal, ob da noch mehr sind. Au. So, verschwinde. Und da ist wieder so ein komischer Zombie mit den, mit dem Gesicht an den Beinen und den Ohren am Bauch. Oh, scheiße. Alter, scheiße, mein Schwert ist kaputt. Habe ich noch eins? Nein, habe ich nicht. Verdammt. Hier, Spitzhacke. Spitzhacke in den Kopf. Ja. Lass mich in Ruhe. Na toll. Geh weg, geh weg. Ja, geh weg. So, lass mich alle in meine Fresse. Wie will ich kommen denn da raus? Geh weg, geh weg, geh weg. Hilfe, Hilfe. Du, stirb, stirb und stirb. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen doch nicht mehr in den Sumpf und holen uns noch ein paar Slimes. Da ist noch einer. Denn ohne Schwert ist das ein bisschen ungünstig. Das heißt, wir gehen jetzt lieber auch schnell nach Hause. Ich hoffe mal, dass hier nicht nur irgendwo Creeper um die Ecke stehen. Das da oben sind alles Zombies. So, hier ist nichts, da ist nichts. Da ist noch ein Zombie. Auf unserem Dach wartet ein Scharfschütze. Da ist ein Creeper. Lass mich in Ruhe. Ich hab Katzen. So, Katzen, beschützt mich. Aha, am Arsch, Junge. So, schnell hier rein. Und jetzt kann ich natürlich nicht pennen, weil der Sack da vorm Fenster rumsteht. Huch, achso. Ja, okay, mit pennen ist es nichts, aber ich bleib... Oh, oh. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, nein, nicht auf die Platte treten. Ja. Gut, wir sind ein bisschen belagert, aber ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin erstmal danke fürs Zusehen und tschüss.